Mein Vater hat auf eBay so eine Deko-Fanfare ersteigert. Das ist eigentlich nur so ein 30 cm Ding gewesen. Schaltstück und dann so ein Bogen und oben war ein Mundstück dran. Also wirklich das absolut Simpelste, so wie man als Kind vielleicht auch eine Trompete zeichnen würde. Noch keine Ventile, nichts, einfach nur so ein Bogen. Und ich war 5 und habe das dann von der Wand gerissen und drauf rumgetrötet. Dann wollte ich Trompete spielen. Mir sind dann direkt die Schneidezähne ausgefallen. Nicht, weil ich das probiert habe auf der Trompete. Jedenfalls musste ich dann warten, bis ich ungefähr 7 war. Und dann waren meine Schneidezähne da. Und dann wollte ich aber immer noch Trompete spielen. Und dann habe ich mit 7 angefangen. Und bis jetzt bleibt es auch so. Orchester ist der Trompeter an sich immer so ein bisschen der coolere, wenn man also wirklich jetzt von Klischees redet. Das passt natürlich in den Jazz ganz gut rein, wenn man bedenkt, dass die Trompete einfach mit dem Jazz wirklich groß geworden ist. Und ja, Miles Davis, Chet Baker, Clark Terry, Louis Armstrong, die waren natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass das so ein riesen Trompetenboom gab und gibt. Aber das geht auch eigentlich über in andere Genres. Also jetzt als klassischer Musiker, als klassischer Trompeter, wir haben jetzt in der klassischen Epoche wirklich nur Hummel- und Haydn-Konzert. Das war's dann. Aber so gerade im Zeitgenössischen wird's immer mehr und es gibt sehr, sehr viele tolle Literatur für uns. Und das, meiner Meinung nach, hat das auch sehr viel mit dem Jazz zu tun. Gerade jetzt bei Sketches of Spain geht das eine total über in das andere. Und wer Miles Davis letzte Platten kennt, eben wie Kilimanjaro oder Pangea, das sind einfach sehr, 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 sehr avantgardistische Herangehensweise an diese Art von Jazz. Das ist jetzt kein easy listening, cool Jazz, Lo-Fi, Hip-Hop Zeug, wo man denkt, ah ja, cool, das kann ich mal kurz anmachen zum Hören, sondern das ist schon. Manche würden sagen verkopft, anderen gefällt es einfach nicht. Das ist ziemlich intellektueller Jazz. Hat Miles Davis natürlich nicht nur gemacht, aber eben auch. Ich finde es immer schade, wenn man als klassischer Musiker dann auch nur klassische Musik machen darf und dann ja, auf gar keinen Fall Jazz, um Gottes Willen, oder andersrum auch, oder zeitgenössische Musik und man hört aber trotzdem zu Hause auf seiner Spotify-Playlist halt trotzdem Fat Tony.